Eine legendäre Stadt, wieder auferstanden aus Ruinen. 10 Jahre nach dem verheerenden Hurricane Katrina gibt es ein neues New Orleans. Die Südstaatenmetropole pulsiert wieder. Für viele einstige Bewohner ist es eine Geschichte von Erfolgen und Misserfolgen, aber vor allem von Widerstandskraft. Die Leute haben toll zusammengehalten. Ganz einfach etwa, um jemandem zu helfen, zurückzukehren, indem sie ihm ein neues Dach gebaut haben oder jemand anderem eine Arbeit zu finden. Ich glaube, es gibt einfach einiges, was sich nie ändert. Das ist für mich der Geist von New Orleans. Mehr als 1.800 Menschen sterben bei dem Hurrikan am 29. August 2005 und in den chaotischen Tagen danach. Mehr als 1 Million Menschen müssen vor den Fluten fliehen. Die US-Behörden sind damals völlig überfordert. Als das Wasser endlich abgepumpt ist, ziehen vielerorts Wanderarbeiter aus Lateinamerika Häuser hoch. Dann sind sie unerwünscht. Viele von ihnen sind nie für diese Arbeit bezahlt worden. Viele Baufirmen haben sie eingestellt und haben dann die Einwanderungsbehörden gerufen, um sie am Zahltag einzusammeln und zu Hunderten abzuschieben. Ein milliardenschwerer Deich soll eine neue Wasserkatastrophe in New Orleans verhindern. Bei den Firmenneugründungen liegt die quirlige Stadt weit über dem US-Durchschnitt. 14.000 neue Arbeitsplätze wurden seit 2010 geschaffen. Die Kriminalität ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht. Doch New Orleans hat immer noch 100.000 Einwohner weniger als vor dem Sturm.